Man müsste sich natürlich auch mal einfügen. Das ist ein Notfall. Könnte in vielerlei Hinsicht echt nützlich sein für diesen Stream, ne? Wir machen hier Sonntag früh einfach mal ein Chilligen, ne? Willkommen back to Lego City. Let's go, würde ich sagen. Juckt das Ohr, denn ich habe viel vor. Oh, Alter. Informiere ich mich wohl lieber, welche Jobs geplant sind. Wenn ich die Nudelbar gegenüber von Chans Schrottplatz beobachte, bekomme ich vielleicht mit, was sie für heute geplant haben. Da waren wir ja gestern. Ist es? Aber ich muss ehrlich sagen, der Eingang hier, das erinnert mich doch auch knallhart an Gremlins. Bin ich jetzt durch? Ne, natürlich nicht. Da brauche ich, glaube ich, das Jetpack. Ah, das ist doch 1:1 auch von Gremlins referenziert. Meine Ahnung scheint sich zu bewahrheiten. So. Okay, Leute, es ist mal wieder soweit. Wir müssen die Jungs ausbezahlen, die für uns die Karren klauen, also hört zu. Ping, du triffst dich mit Ray auf dem Balkon der Apotheke. Lee, Bobby wartet auf dich in der Gasse beim Schrottplatz. Und Feng, du wirst eine seltene Karre von Blake beim Limousinenladen in Empfang nehmen. Wenn ihr alles kapiert habt, verhaltet euch einfach ganz ruhig. Sehr gut. Dann ab mit euch. Es würde wohl mehr für uns abfallen, wenn wir die Karren gleich selbst klauen würden. Drei Verbrechen an drei verschiedenen Orten. Wie in aller Welt bekomme ich jetzt Fotobeweise für die alle? Moment, vielleicht klappt es ja aus der Luft. Wenn ich auf die Pagode im Park klettere, kann ich all diese Treffpunkte einsehen. Was für ein Fuchs. Das ist ein Notfall. Oh shit, shit, shit. Hey! Wie soll ich da jetzt hochkommen? Frage für einen Freund. Was ist das? Ah. Meine Beine sind schlaff. Hä?
ist ja auch mal sehen, ob Pink schon bei der Apotheke ist. Kann ich ein Foto machen? Und da hätten wir Foto Nummer 1. Wird sich als sehr nützlich erweisen. Jetzt können wir den Bootsdiebstahl zu dir zurückverfolgen, Ping. Als nächstes Lee in der Gasse. Oh, fuck. In Flagranti erwischt, Lee. Böser Junge. Jetzt brauche ich nur noch Feng, wie er das gestohlene Auto entgegennimmt. Frech. Mist, das ist Feng. Aber das Auto ist nicht gut genug zu erkennen. Ach, ich muss näher ran. Ich bin hungrig. Generell ist er unauffällig, ja. Das Ziel nicht in Sicht, versuch es nochmal. Hä? Wollt ihr das Auto haben oder was? Was? Ach komm. Das ist definitiv der gestohlene Wagen. Hey, du, lass das! McCain? Chief? Ich sehe mir gerade deine Fotos an. Geh nicht davon aus, dass du dir als Fotograf eine zweite Karriere aufbauen kannst. Aber als Beweismittel sollten die Fotos reichen. Ich fühle mich fast geschmeichelt. Ein paar unserer Jungs nehmen gerade die anderen Gangmitglieder fest, die du fotografiert hast. Wenn dich Chan anruft, weißt du von nichts. Er soll keinen Verdacht schöpfen. Zumindest so lange nicht, bis einer seiner Leute gesungen hat. Geht klar, Chief. Mini-Juwelen. Okay. Jetzt habe ich hier den Scanner. Und toll. Toll. Das war bei der View auch so ein übelstes Ding gewesen. Kapitel 7. Ein klitzekleiner Auftrag für Schatten. Fahrer! Ich weiß von nichts. Keine Sorge. Die meisten meiner Leute sind Idioten. Aber nicht du! Dich find ich gut! Wart mal, das kam jetzt falsch rüber. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ja, ich hab da was für dich. Fahr zum Crescent Park, Kai. Sofort! Freundlich wie immer. Dich find ich gut.
Ups, sorry. Shit. Meine Fresse, verpiss dich doch. Lass doch. Bist du schon da? Ja, Feng sollte das machen, aber ich finde ihn einfach nicht. Li, Fu und Ping auch nicht. Holen die alle Kaffee? Wieso? Ist meiner denn schlecht? Niemals! Irgendwas geht vor sich und ich hab nur noch dich. Und diesen Haufen Tölpel! So, weil all meine Leute unauffindbar sind, bist du also der Glückliche, der diesen Job machen darf. Um was geht's? Die Einzelheiten gibt's später. Vorerst bleibt die Sache geheim. Mein Boot liegt am Kai. Nimm es und fahr zur Apollo-Insel. Sofort! Moin, Para. Na, alles klar? Prösterchen. Recht herzlich willkommen in diesem wundervollen Stream, ne? Na, Sigi, Prost. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Wir machen ja gerade mal so einen Job für unseren... Wir sind ja natürlich vollkommen undercover unterwegs, wie es der Name von dem Spiel natürlich auch sagt. Und wir machen ja gerade übelst die Mafia-Triaden-Jobs hier gerade eben an Land und auch zu Wasser. Und die scheiß Karre hat ja kein Nitro. Das ist ja traurig. GTA für Kinder, gutes Spiel. Ist halt so. Wir sind die Guten. Und das Tollste an dem ganzen Game sind halt die ganzen Filmreferenzen. Wie? Die ist es nicht. Also wir waren schon high life im Film Die Verurteilten. Oh Gott, was hatten wir denn noch gehabt? Vieles. Einfach vieles. Wie lange dauert denn das hier? Ich bin zu ungeduldig. Oha, einer meiner Lieblingsfilme, Die Verurteilten. Das ist nicht nur ein... Es sollte eigentlich der Lieblingsfilm von allen sein. Ne? Also, es ist einer der besten Filme, der je gemacht wurde. Vom Allerfeinsten. Nach einer Kurzgeschichte von Stephen King. Das Einzige, was ich hier ein bisschen negativ anmerken muss, sind die Motorengeräusche. Die sind halt echt ein bisschen monoton. Aber kam das Spiel raus 2013? Ich glaube 2013. Ja gut. Damals war das der heiße Scheiß. Zumindest für die Wii U. Beziehungsweise die Wii U-Version kam 2013 raus. Alter, ernsthaft. Da könnte ich glatt heute Abend mal wieder die Blu-ray rauskramen. Ja, mach das! Ellie, Chan hat mir einen neuen Auftrag erteilt und dieses Mal ist es wohl mit einem Sportwagen nicht getan. Fahre gerade zur Apollo-Insel. Was zum Geier soll Chan denn für Rex von dort besorgen? Keine Ahnung, aber diese Sache scheint wichtig zu sein. Ich hoffe auf eine richtige Spur. Eine dicke, fette Spur. Aber erst nach deinem Stream, auch das ist nett. Ich kann den Reiz verstehen,
wie Andy Dufresne im Shawshank-Gefängnis einbalsamiert wurde, einquartiert wurde. Aber danke, dass du dafür dann, also das nach meinem Stream machst, Wahnsinn, das rechne ich dir hoch an. Bist du auf der Insel angekommen, Fahrer? Ja, Sir. Gut. Du musst was klauen. Und zwar einen Mondbuggy. Ach, geil, was da sind wir. Was hast du denn gedacht? Dass ich dich zum Eis holen schicke? Wäre super gewesen. Verschaff dir Zutritt zum Weltraumzentrum und klau den Mondbuggy! Okay, das ging schnell. Sollte mich besser verkleiden, um da reinzukommen. Nice. Jetzt kriegt man die Astronauten, das Astronauten-Outfit. Da hab ich ja richtig Bock drauf. So, ne Scheiße, so kriegt man nur neue Charaktere, die eigentlich keine Sau interessieren. So eine kleine leichte Mitfahrgelegenheit wäre schon ganz geil, muss ich ehrlich zugeben. Oh, der Stein. Ach, das sieht doch nach Auto aus. Jawohl. Ein klassisches Lego-Spielset, wofür man heute 500 Euro bezahlt, für drei Teile. Super Bauentech, ich habe so das Gefühl, da müssen wir dann ran. Vielleicht finde ich sogar einen Raumanzug. Das wäre so cool. Einzige Kritik an dem Spiel, warum die Umwelt auch nicht auch in Lego geschaltet haben, verstehe ich nicht. Ich glaube, da war vielleicht die Technik damals nicht so weit. Also ich habe mir mal, wie ist das? Screenshots, Gameplays zu diesem neuen Lego Star Wars Ding angeguckt. Und da haben die halt echt viel mit dem ganzen Lego-Dings gemacht. Vielleicht wollten die, ja. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das so übelst viel dass das irgendwie groß an Leistung frisst, so alles so auf eine Lego-Optik zu drin. Jetzt Raumanzug, Leute. Ich glaube, jetzt haben wir auch ein Jetpack. Nee, okay. Wir haben noch keinen Jetpack. Aber ich glaube, hier gibt es das Jetpack. Irgendwas war so. So, jetzt können wir diese Kisten öffnen. Jetzt will ich nur mal ganz schnell gucken. Kennst du Lego Worlds? Also gespielt habe ich es noch nicht. Ist das sowas wie Minecraft nur auf Lego? Also so könnte ich es mir vorstellen. So war so das, was ich da mal irgendwie gesehen habe. Ah, so läuft der Hase. Das wird ein guter Tag. Hier gibt's. Oh, hey! Hier gibt's was zum Hochsprengen, okay. Da. Mega, der Baukasten. Genauso à la Minecraft. Ah, okay, gut. Kam Lego Worlds vor oder nach Minecraft raus? Ich bin halt echt null in Minecraft, da bin ich null fit drin. Aber ich denke mir, na gut.
Da macht Lego halt die ja gut, da macht halt die Lego Lizenz was nach. Weil ich wollte nämlich gerade schon sagen, ich meine, wenn man Minecraft hat, warum sollte man dann normal Lego Minecraft spielen, aber Lizenzen. Das ist von 2017. Uff. Du hast dein Ziel erreicht. Hä? Ah, jetzt. Ist das eine Katze? Ja, da ist eine Katze. Was brauche ich? Den Kollegen?